Danke, Olivia, dass du dir Zeit genommen hast, um heute ein bisschen mit uns zu reden. Wir wollen heute über dein bzw. euer Startup Jobdriffel reden. Das hast du ja zusammen mit Patricia aufgebaut. Und ich fange gleich an mit der ersten Frage. Und zwar, wie ist die Idee zu Jobdriffel entstanden? Die Idee zu Jobdriffel ist uns witzigerweise während eines Unikurses gekommen. Also ausschlaggebend war meine Werkstudentensuche, Werkstudentenjobsuche. Also ich war vorher schon in Stuttgart, in Berlin, habe tolle Städte und tolle Unternehmen kennengelernt und war dann zurück eben in Bayreuth zum Studieren, wollte mir einen Nebenjob suchen und dachte dann, ja, wo mache ich das jetzt? Ich habe auch in Bayreuth schon bei Cybex dann nebenbei als Werkstudentin gearbeitet gehabt und wollte eben mal was Neues sehen. Ja, und währenddessen ist mir aufgefallen, dass ich eigentlich echt wenige Arbeitgeber hier in der Region kenne, obwohl ich aus Bayreuth komme. Patricia und ich hatten da gerade einen Kurs an der Uni, wo wir uns eben ein digitales Geschäftsmodell überlegen sollten, haben dann gedacht, Mensch, eigentlich wäre doch was Regionales eine schöne Idee. Und dann kamen wir eben da drauf auf meine noch nicht so lange her Jobsuche und haben gemerkt, das ist eigentlich irgendwie ein Thema, was uns beide interessiert und wo wir ja Bock hätten, was zu machen und was für die Region zu tun, weil ja wir eben auch gemerkt haben, unsere Studentenfreunde, auch die, die nicht aus der Region kommen, die kannten die Arbeitgeber noch weniger und viele haben schon immer gesagt, wow, Bayreuth ist eigentlich echt schön, tolle Lebensqualität, aber zum Job sind dann viele halt nach München, Stuttgart und Frankfurt in die Großstädte gegangen. Unsere Mission war dann quasi zu sagen, wir wollen hier was für die Region tun, wir wollen das nach außen sichtbar machen, wir wollen eine Plattform aufbauen mit Jobdriffel, die einfach mal wirklich zeitgemäß transportiert, was hier für ein Leben in der Region möglich ist und gleichzeitig auch einen neuen Zugang einfach zu Arbeitgebern hier in der Region schafft, also dass Jobsuchende und Jobsuchendinnen quasi da einfach direkt sieht, was ist mir da geboten, wie sieht die Kantine eventuell aus, wie sieht mein Arbeitsplatz da auch aus. Also wir sind ja als digitale User gewohnt, dass Konzepte uns einfach alle Informationen, die wir gerne hätten, irgendwie schnell und leicht aufnehmbar liefern. Und da haben wir uns dann auch natürlich an Konzepten wie Instagram, Airbnb und Netflix orientiert, um diese User Experience eben auch in die Jobsuche mit zu integrieren, sodass die Jobsuche einfach Spaß macht. Woher kommt überhaupt der Name Jobdriffel? Ja, wir hatten eben diese regional angehauchte Idee und am Anfang hatten wir so an Hidden Champions gedacht. Also Oberfranken hatte eine der höchsten Industriedichten auch, ganz viele Unternehmen, die Weltmarktführer in ihrem Gebiet sind oder in ihrer Branche und da hatten wir gedacht, wir machen ein Hidden Champions Portal, sind dann aber ein bisschen davon weiter gegangen, also haben das noch ein bisschen weiterentwickelt und haben dann gemerkt, eigentlich geht es nicht nur um Weltmarktführer und Hidden Champions, es geht wirklich um alle Unternehmen hier in der Region, die was zu bieten haben. Da war eben dann so unsere Assoziation, wir hatten dann die Idee, ist es ein Juwel, ist es ein Diamant, ist es irgendwie was Besonderes und sind dann aber irgendwie so auf Trüffel gekommen und dachten, Trüffel ist eigentlich witzig, da denkt jeder auch gleich so an dieses Trüffelschwein, das unter der Erde so verborgene Schätze findet und eigentlich ist das ja genau das, was wir machen wollen. Wir wollen verborgene Arbeitgeberschätze aufdecken. Du hast gesagt, ihr führt viele dieser Plattformen zusammen, sowas wie Instagram, sowas wie Netflix, diese Dinge. Wie genau kann ich mir das vorstellen? Also wie genau bringt ihr Jobsuchende und Firmen dann zusammen? Wir haben quasi diese Konzepte genutzt, um uns abzugucken, wie stellt zum Beispiel Airbnb Wohnungen vor. Und so wollen wir auch Arbeitgeber vorstellen. Also Airbnb hat hier ganz viel Bildmaterial. Du siehst ganz genau, wie sieht die Wohnung aus, wo ich da hinkomme. Also du hast alle Infos und gleich bildlich auch dargestellt. Und das haben wir jetzt eben auch mit unserem Portal gemacht, dass wir Arbeitgeber dann erstmal ja visuell vorstellen. Also es gibt immer so ein kleines Highlight-Video, da kriegt man so ganz kleine Eindrücke. Was stellen die eigentlich her oder was machen die eigentlich, was ist die Dienstleistung und man sieht gleich schon mal ein bisschen so die Produktionsstätte oder den Firmenstandort, die Arbeitsplätze, die Büros und
dann hat man eben direkt da auch Fotos, die das Ganze schön abbilden. Und dann kommen die Infos und wirklich keine langen Fließtexte, weil die liest sich heutzutage keiner mehr durch, yeah, sondern du willst eigentlich kurze Informationsbausteine haben. Und wenn dich das mehr interessiert, dann klickst du gerne nochmal. Also das, was die User Experience angeht, haben wir uns da einfach so von Konzepten, die man gewohnt ist zu nutzen, die Spaß machen, einiges abgeschaut, wie die das machen und haben das bei uns dann auch umgesetzt. Und so stellen wir auch jede Stadt zum Beispiel, also die größeren Städte vor, dass wir schönes Foto- und Videomaterial von unserer Instagram-Community auch viel gesammelt haben, weil wir da einfach tolle Freelancer und Fotografen, Videografen gefunden haben, die auch gesagt haben, ich habe Bock, meine Region zu vermarkten. Nehmt gern meine Bilder und meine Videos, solange ihr mich darauf irgendwie verlinkt oder eben meinen Namen draufschreibt. Wie genau bringt ihr dann jemand, der einen Job sucht, an einen Arbeitgeber? Genau, also bei uns kann man eben Unternehmen, Arbeitgebende finden, indem man ja einfach mehr als nur einen Jobtitel sucht und einen Ort, sondern tatsächlich auch die eigenen Bedürfnisse, die eigene Lebenssituation in die Suche mit einbringen kann. Also es ist nicht mehr nur das Gehalt, sondern man sagt, ich will irgendwie einen Arbeitgeber, der auch mir ermöglicht, dass ich meinem Hobby nachgehen kann oder der mir ermöglicht, dass ich gewisse Flexibilität einfach habe, weil ich eben gerne auch mal morgens noch Sport mache oder so und dann erst um 10 anfange oder weil ich gerne super früh anfange, damit ich früher aufhören kann und dann noch die Sonne genießen oder so. Ja. Also da hat ja jeder so seine eigenen Vorlieben und Bedürfnisse eben und die wollen wir ermöglichen, mit in die Jobsuche einzubringen. Und zwar wollte ich dich fragen, was du Studierenden, die momentan Jobs oder Praktika suchen, was du ihnen empfehlen würdest, wie sie da am besten vorgehen könnten. Es gibt ja an der Uni auch Möglichkeiten, da sich eben so ein bisschen zu informieren über den Karriereservice. Aber gerade für so Studentenjobs kommt auf Jobtrüffel dann vorbei. Wir haben auf jeden Fall da auch extra Rubriken für Schüler- und Studentenjobs, für Praktika. Und bei uns kann man eben ganz besondere Unternehmen dann auch finden, die man so vielleicht auf anderen Portalen einfach nicht wahrnehmen würde, weil man sie unterschätzt, weil man sie nicht kennt. Jedem, der jetzt auf Jobsuche ist, empfehle ich vielleicht auch mal bei einem hippen Startup reinzuschauen. Wir suchen auch immer Praktikanten, Werkstudenten, alles Mögliche. Und wir haben hier ja auch in Bayreuth eine tolle Gründerszene mit Startups drinnen, die sich auch bei uns dann hoffentlich auf Jobtrüffel ein bisschen vorstellen werden, wo man einfach mal in so ein ganz anderes Umfeld reinschnuppern kann. Ich habe während dem Studium auch in verschiedenste Bereiche, also ich war im Großunternehmen, im Konzern, ich war im Mittelständler, ich war im Kleinstunternehmen, im kleinen Unternehmen. Also ich habe mir alles mal angeschaut. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, um sich am Ende dann entscheiden zu können, wo passe ich auch hin. Kann man sich auf Jobtrüffel dann direkt bewerben? Man kann sich bei uns ein Profil anlegen und wir vermitteln quasi den Kontakt zum Unternehmen, genau. Ja. Wir haben zum Beispiel auch einen kompletten eigenen Bereich, wo die Unternehmen angeben können, für welche Jobs sie Initiativbewerbungen auch gern annehmen. Also zum Beispiel oft für Praktikanten und Werkstudenten. Eine Sache habe ich noch. Wenn du 30 Sekunden hättest, um unseren ZuschauerInnen irgendwas zu sagen, irgendwas mit auf den Weg zu geben, dann wollte ich wissen, was das ist und dir einfach gleich 30 Sekunden geben. So. Ich denke, man sollte auf jeden Fall auf seine innere Stimme hören, gerade bei der Jobwahl, die sehr wichtig ist, die eine der wichtigsten Entscheidungen im Leben ist. Und einfach da gucken, was man für ein Mensch ist, wie man tickt und das auch wirklich rausfinden und dann sich eben den richtigen Arbeitgeber suchen, der dazu passt und nicht aufgrund von irgendwelchen äußeren Einflüssen oder was einem irgendwie man das Gefühl hat, die Familie vorgibt oder die Gesellschaft vorgibt, da eben den falschen Arbeitgeber zu wählen, bei dem man am Ende unglücklich ist, weil es gibt so coole Arbeitgeber und jeder hat irgendwas, was einem wichtig ist und ja, wo er was finden kann, was zu ihm passt. Ich habe hier in Oberfranken echt tolle Player kennengelernt, von denen ich nie gedacht hätte, dass sie hier existieren. Und ich denke, das ist eines der wichtigsten Dinge, die ich auf dem Weg mitgeben will, ist einfach, dass man in sich reinhört, dass man sich da Gedanken macht und ein bisschen vielleicht auch Persönlichkeitsentwicklung erstmal macht, bevor man sich den Arbeitgeber sucht, um einfach zu gucken, wer bin ich und was will ich. Also vielen, vielen Dank nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Spaß, ich fand es super interessant. Also vielen, vielen Dank.
Das war unser Interview mit der lieben Olivia von Jobtrüffel. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt genauso wie ich ein paar neue Sachen gelernt. Für mich ist es ja noch ein bisschen hin, bis ich mir ein Praktikum suchen muss. Aber ich glaube, wenn es dann soweit ist, werde ich durchaus nochmal auf Jobtrüffel zurückkommen.